Ich müsste den Nightbot noch so programmieren, dass er dich immer erinnert, dass du den Schluck trinken musst. Damit du hier mal dein Bier leer bekommst. Ja, da kommt wieder eine Streitmacht. Was haben wir denn hier? Wenn sie ins Versteck schicken. Alle wollen uns umbringen. Wie sieht's aus? Wie viel haben wir? Oh, das ist sehr wenig. 89 ist sehr wenig. Für den König. Wir lassen es trotzdem laufen. Ist ja egal. Wenn die uns entdecken, soll es so sein. So, wir haben Moralautorität ist 100% jetzt schon. Sehr gut. Das ist schon mal sehr schön. Fraktionen gibt es jetzt auch keine großartigen. Können wir was machen? Ein Buch schreiben. Wir schreiben ein Buch und zwar über Diplomatie, wenn das geht. Ah, Verwaltung oder Bildung. Wir schreiben Verwaltung. Wir können einen Schmied suchen. Machen wir auch noch eine neue Rüstung. Okay. Und Berater einstellen. Oh, der Hofspitzel ist gleich mal hops gegangen, offenbar. Während dem Spitzeln. So, jetzt bitte nicht sterben. Den jetzt für den Kartenmodus. Habe ich den Dieb bekommen? Sind das die Diure-Gebiete gewesen? Das war jetzt gerade. Oder die. War ja auch nicht die Weise. Ich habe jetzt einen Kartenmodus gehabt, der hier unten nicht ausgewählt wurde. Was war das denn für ein komischer Modus? Na gut. Mein Protostrator hat mir von einem bemerkenswerten Rüstungsschmied. Ja. Oh, wir sind ja schon fast wieder durch. Benötige Schutzbauten, eine starke, robuste Rüstung. Jetzt habe ich ihn schon wieder. Was ist das für ein... Nee, Quatsch, das ist direkte Vasallen. War das der vorhin auch? Kann sein. Nee, vorher... Egal. Ich lasse mich immer so leicht ablenken. Hier ist die Revolte vorbei. Die hat er gewonnen. Tributstaat. 20% vom Einkommen und 15% der Aufgebote bekommt man dann. Ah, und Tribut erzwingen ist quasi der starke Tributstaat. 40% Einkommen, aber bei Tod wird er unabhängig wieder. Und kann in den Krieg gerufen werden. Also, Einsatz Rüstung, ich verstehe. Ausgezeichnete Wahl, mein Emperor. 2000 Gold, 500 Gold, 100 Gold, natürlich 2000 Gold. So, wir sollen uns zurückziehen und Buße tun. Ich hoffe... Das schränkt unsere Triebhaftigkeit nicht ein. Au! Au, wir schaffen es jetzt schon, dass wir ihn töten jetzt. Stimmt dem Plan zu. Mal gucken, ob es klappt. Wir sind nur noch eins über dem Basallimit. Ah, Verkäufer verriet meine Mitschuld. So, er ist tot. Ich hoffe mal, dass hier dann unsere Gefahr auch gebannt ist. Können wir dir den Krieg erklären und komplett... Oh, tatsächlich, wir können es uns komplett holen. Es kommen immer noch viele mit. Schweden, Litauen.
Au, aber wir können die nicht zu Vasallen machen. Das sind zwei Damen. Mal gucken, ob wir die zu Vasallen machen können. Ich denke mal eher nicht. Das ist eine Rivalität. Ist euer Erzrival und nichts könnte euch mehr Vergnügen bereiten, als dieses Ekel in den Kerker zu werfen. Wird eingekerkert. Das ist alles. Nur einkerkern. Wer macht sowas? Schau mal eben, ob ich dir... Kann ihr leider keinen Titel geben. Na gut. Ich vertraue mal auf die Vasallen. Vielleicht holen die sich noch ein bisschen was. Sind die letzten Jahre jetzt schon sehr ruhig. Was? Ich bin doch blutjung, sagt der Heiko. Meinst du jetzt mich? Oder meinst du... meinen Charakter? Gilt eigentlich für alle beide. Er ist 33. Er ist noch jünger als ich. Und ich bin auch noch ganz jung. Meine ersten drei Flaschen sind leer. Na logisch, Fall. Hau dir noch eine rein. Aber ich muss jetzt dann aufhören. Ich muss jetzt dann demnächst aufhören. Ich muss auch schon seit 2 Stunden aufs Klo. Hier unten geht irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Was sehr schade ist. Ich hatte die Aufregung gepackt, als Meisterin Garfalila angekündigt hat, dass der Rüstungssatz fertig ist. Rüstung soll mein Wächter sein, Champion. Und er soll den Aufseher führen. Aufseherrüstung. Wehe, das ist nichts. 10 Moralschaden, Prestige, Kriegskunst, persönliche Kampffertigkeit. Boah, ist okay. Habe ich nicht auch ausgewählt, dass wir ein Buch schreiben? Ich hätte eigentlich gemeint, wir schreiben ein Buch. Wir haben irgendjemanden gefangen genommen. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Für 10 Gold. Ah, Fürsten vom Kirchenstaat. Wir verkaufen ihn mal. Konfirmandenblase. Ach, komm du mal in mein Alter. Komm du mal in mein Alter, lieber Wall. Wenn es dann losgeht mit den ganzen Zimmerlein. Ist eh noch gut. Ich meine, wie lange? Jetzt sind wir bei 3 Stunden. Das ist schon echt fast Rekord für mich. 3 Stunden nicht aufs Klo gehen. Wir fragen mal um Rat. Was ist denn los mit euch? Wieso kommt denn hier kein Nachfolger raus? Muss man denn alles immer selbst machen? 24 Jahre alt. Wenn die 40 ist, dann müssen wir nochmal eine neue suchen. Fügt halt nur, irgendwann ist zu spät. Könnten höchstens den Fokus noch auf die Verführung setzen und dann über Events quasi dann einen Bastard zeugen und den dann legitimieren. Wäre auch noch möglich. Auf der anderen Seite, wenn wir relativ spät einen Sohn bekommen und wir dann sterben, dann können wir mehr Zeit mit dem Sohn dann verbringen, weil der noch relativ jung ist. Wir geben keine Provinzen her. Wäre auch gut, wenn man den Vasallen sagen könnte, was wichtige Provinzen wären. Wäre auch schön. Wie viel haben wir jetzt betrogen noch? 54 noch. Immer noch viel zu viel. Wir verlieren pro Monat 0,24. Ich vermisse ja den Wokan, oder wie er heißt, oder Wovan. Den vermisse ich ja schon ein bisschen. Ich hätte gehofft, der kommt nochmal. Ein großes Turnier abhalten. Mein Wunsch, ein besserer christlicher Mensch zu werden, hat mich der Regel des heiligen Basilius näher gebracht. Wir erhalten bescheiden. Bringt leider nichts diplomatiemäßig.
Ja. Jetzt gönnt sich auch noch der Kader ein Bier, jawohl. Genauso muss es sein. Ich sitze hier mit meinem Spezi. Immer wenn ich zur Jagd reite, fliegen Pfeile an mir vorbei. Und nur durch meine Voraussicht kann ich ihnen ausweichen. Niemand anderes scheint es wahrzunehmen und ich habe es aufgegeben, meine Freunde von der Wahrheit dieser Tatsache überzeugen zu wollen. Wir könnten gestresst werden. Oder wir könnten jemanden beschuldigen. Will ich ehrlich gesagt nicht. 15% Chance, gestresst zu werden. Gut. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen Glück. Oh. Herzogin Philomena hat auf mich ein Auge geworfen. Wie romantisch. Wir machen das mal. Vielleicht bringt die eher einen Sohn oder eine Tochter hervor. Als ich nachts, wie es meine Gewohnheit ist, zum Essen in die Küche schlich, fand ich dort Herzogin Philomena vor. Wir haben uns viele Stunden unterhalten und kommen uns immer näher. Unsere Hände berühren sich und dann lehnt sie sich zu mir hinüber und flüstert sanft in mein Ohr. Was für eine schmutzige Fantasie, Philomena. So, ja, jetzt kommen die ganzen Meldungen wieder, wer alle verwundet worden ist. Und es müsste auch die Meldung kommen, dass wir es ordentlich trieben. Oh, hier oben wird gekämpft. Moment mal. Oben wird gekämpft gegen... Greift König Halsten der Keusche an. Ah, Schweden wird hier ein bisschen eingenommen. Verteidigt, genau. Herr Wisse. Herr Wisse. Wo auch immer Herr Wisse wieder ist. Wo ist die Meldung, dass wir es ordentlich trieben? Unabhängig vom Alter ist meine Gesundheit sicher schlechter als deine, Tollfuß, sagt der Wall. Ach, geht's jetzt wieder darum, wer hier am kränklichsten ist? Ich bin natürlich nicht krank, ich bin topfit. Ich bin wie ein junger Hund. Springe ich morgens aus dem Bett. Mache erstmal 30 Liegestützen. Also von daher ist das überhaupt kein Thema. Natürlich bin ich tollfit. Tollfit. Vollfit natürlich. Oh. Frankreich hebt hier jede Menge Truppen aus. Okay, gegen ihn führt er jetzt Krieg hier unten. Und um was? Um was geht's denn? Um Assuan. Assuan. Das hört sich wieder nach einer kleinen Provinz an. Assuan. Unten. Ach hier. Um Assuan. Das will er sich holen? Okay. Spitzige Aubergine, der Typ. Meinst du mich? Ah, die Meldung, dass wir es toll getrieben haben, ist leider nicht gekommen. Also offenbar habe ich versagt. Ich habe leider versagt. 114 Goldstücke. Ich würde gern wieder ein bisschen was bauen. Auch wenn es das Kohle kostet. Aber ich würde gern nochmal ein bisschen in die Steuer investieren. Und ich wollte eigentlich schon aufhören. Aber wir machen das jetzt noch. Ein bisschen was in die Steuer. Da ist nicht mehr viel übrig jetzt. Wahrscheinlich gar nichts mehr. Sehr ärgerlich. Handelsposten. Ja, die Auswahl ist sehr begrenzt jetzt, ja. Oh, wir haben hier unten auch nochmal einen Handelsposten. Tatsächlich, hier unten ist auch nochmal einer. Wie toll.
schauen wir noch nach Rom. Oh, da geht einiges. Ein Hafen für 6 Goldstücke und nochmal ein Hafen für 3 Goldstücke. Und Paris. Schön, ein Städtchen. Ja, das hat sich nochmal gelohnt, hier durchzugehen. Auf alle Fälle. Steuereinnahmen plus 2. Gut. Nach 100 Jahren im Königreich Italien wird Herzogtum Thessaloniki nicht länger als die Jure Teil von Königreich Griechenland angesehen. Thessaloniki. Hä? War das das hier? Latium ist das. Hat der Thessaloniki. Ah, okay. Das hier. Ah, das gehört aber eigentlich auch dazu. Ich meine nur. Was gehört denn aktuell zum Königreich Griechenland? Ah, okay. Die kleinen Fleckchen. Bisschen verteilt hier. Mein Nightbot spammt. Ja. Da haut er mal wieder ein paar Nachrichten raus. Das ist richtig. Und da hat er gleich auf dich reagiert, weil als du gesagt hast, der Nightbot spammt, hat er dich gleich aufgefordert zu folgen. So. Ich würde gerne noch... Könnte jemand einkerkern? Den Franzosen können wir einkerkern, will ich aber ehrlich gesagt nicht. Weil der ja Krieg führt jetzt, ne? Oder? Immer noch? 0% Kriegspunkte. Wieso wird meine Gattin nicht schwanger? Oh, Valenz fragt mich, ob ich eine Affäre mit Herzogin Philomena von Pex habe. Ihr frostiger Gesichtsausdruck verrät nichts darüber, ob sie es weiß oder nur vermutet. Oh, ein tränenreiches Geständnis. Wir machen das. Minus 19. Okay, müssen wir gleich mal ein bisschen Kohle drüber schieben. Geht nicht. Ehrentitel. Punkte ist zu wenig. Ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Frau. Muss ich jetzt auch mal sagen. Ich verstehe, wieso die Herrscher in den Filmen immer so Panik haben, wenn kein Nachfolger kommt, wenn kein Sohn geboren wird. So geht es mir jetzt quasi auch. So, Abtrünnige werden grundsätzlich verbrennt. Verbrannt. Ja. Ah, was machen wir denn? Was machen wir denn? Also, wenn alle Stücke reißen. Oh, Pilgerreise machen wir gern. Wer ist denn jetzt gestorben? Oh, unsere Halbschwester erbt jetzt. Oh, sehr schön. Wer ist. Ah, er ist gestorben hier oben. Bei einem verdächtigen Unfall. Und wir waren nicht mal schuld. Wer ist denn hier oben jetzt? Der Königin Rhiannon von Brythoniaid. 44 Jahre alt. Nachfolger ist Infrid Kettilsdotter. Königreich Norwegen. Aha, dann würde das in Norwegen reingehen. Also, die gute Halbschwester würde dann. Die ist dümmlich, zufrieden, faul. Feige, hat ganz furchtbare Werte. Aber zu... Ach, der Gatte von... ah, okay, das war die, die wir verheiratet haben mit dem. War das die? Egal. Na gut. Wenn alle Stücke reißen, müssen wir halt mit der weiterspielen. Der Typ braucht dringend ein paar blaue Pillen. Ja, anscheinend.
wieder mal einen Bauernaufstand. Bisschen Geld bekommen. Also um die kann man sich doch auch selber kümmern. Ist der Franzose schon durch jetzt? Oh, jetzt hat er... Ach so, hat auch noch den Bauernaufstand. Er ist 2% zugunsten Sultan Alim der Peiniger. Meine Güte, er schafft es wahrscheinlich wieder nicht. Oh, wir machen das nicht mit einer Erkältung. 80% Chance, dass wir eine Erkältung bekommen. Sie erhöht die Chance, eine Arbeit höherer Qualität zu erhalten. Nee, das machen wir nicht. Gerade jetzt in der kritischen Situation, wenn wir im Bett performen müssen, da dürfen wir nicht krank sein. Bahnaufstand ist vorbei. Was? Spricht hier der Alkohol? Hat das jemand tatsächlich gesagt? Was denn? Ich erinnere mich nicht ganz ehrlich, aber jemand muss dafür bezahlen. Kämpft! Oh mein Gott! Jetzt hör aber auf! Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. 11 Punkte hat er. Wir haben 9. Im letzten Augenblick warf er einen Stuhl nach mir, brachte mich zum Stolpern und rannte weg. Alle Versuche, den Störenfried aufzufinden, verliefen erfolglos. Was war das denn für ein Ereignis? So, die Bibel. Als ich mich in meine Gemächer zurückzog, fand ich dort voller Entsetzen ein Exemplar der Schrift, die Bibel. Niemals. Wir haben im Gemach was anderes zu tun, eigentlich. Polen ist ein bisschen geschrumpft wieder. Offenbar trachtet uns immer noch jemand nach dem Leben. Ich wüsste nicht, wer, wo wir doch immer so nett und stolz sind. Na gut. Ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute. Ich speichere mal ab, damit wir hier einen guten Spielstand haben. Dann machen wir eventuell morgen weiter oder am Samstag oder am Sonntag, je nachdem. Und schauen mal, betrunken 50%, 54% immer noch. Schauen mal, dass die runtergeht. Hoffen, dass wir doch noch einen Nachfolger bekommen oder eine Nachfolgerin. Das ist hier ja im Römischen Reich egal. Falls nicht, wenn die hier 40 ist, müssen wir uns scheiden lassen. Dann sind wir, oh Gott, Gott, dann sind wir schon 50. Ich meine, bei den Männern ist es egal, aber sie hier mit 40, 45 geht nichts mehr. Wieso ist die denn vernarbt? Die Arme. Schüchtern ist sie auch noch. Meine Güte. Und, wenn das nicht klappt, dann müssen wir uns eine neue Frau suchen und unseren Fokus auf die, was war das? Auf die Verführung legen. Na gut. Haben wir ja heute eigentlich irgendwas geschafft? Frau hat Narbe, Teufels will Scheidung. Haben wir heute irgendwas geschafft? Wir haben 1,5 Stunden vertan für nichts. Durch den Dschihad. Und ansonsten, ich glaube, vielleicht sind wir noch irgendwo ein bisschen gewachsen. Hier vielleicht. Und hier Polen, hier oben noch. Aber das war es dann auch schon. Wir haben 1082. Wir haben noch 350 Jahre. 350 Jahre ist gar nicht mal so lange. Ich hoffe, dass wir mit dem nächsten großen Krieg, wenn es dann losgeht, dass wir uns hier oben das holen. Also zwei Provinzen oder so wäre immer gut. Das hier holen, das hier vielleicht holen. Dann bleibt hier noch 2, 3 Provinzen übrig. Hier unten möglichst viel holen. Hier unten Abbasid holen. Hier oben noch was holen. Und dann müssen wir wieder 30 Jahre warten. Und dann müssen wir nochmal die Runde drehen. Ah, das wird knapp. Na gut, okay, ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.